Moritz, es gibt sowas für uns, das hast du ein bisschen alte, alte so Schreibtischlampen. Das kannst du einsparen beim Tisch und dann hast du einen Arm. Mhm. Und da kannst du dein Mikrofonzapferl eingeben. Und dann kannst du da quasi aufrecht sitzen und nur eine reden und dann ist es nicht so anstrengend für dein Genick, weil es da das Mikrofon direkt vor deiner Goschen ist. Also wie bei Pixar, diese Lampen, kann man das so vorstellen? Ich bin ja prädestiniert für Lampen und du möchtest mir ja mal als Stehlampe casten. Ja. Von daher sehr, genau. Sehr gute Idee. Ist das so eine Leuchte? Außerdem bin ich recht eine Leuchte. Ja super, ich habe ja wirklich Nackenschmerzen und das will ich eigentlich nicht. Weißt du, wer übrigens auch Nackenschmerzen hat? Na, wer denn? Der Dieter. Hat er mir erzählt, weil der so viel castet. Ja, jetzt. Ja, für das ist ein großer Podcaster geworden. Wahnsinn. Mhm. Sehr, ist ein gutes Werk, finde ich. Nach wie vor, finde ich, ja. kann man sie wirklich anhören. Aber wie heißt denn das Werk? Machst du jetzt He-Mans Machtschädel auf www.skeletor.at oder was? Genau, so ist eine ungeschützte Seite nach wie vor, gell? Ja, das legt ihr Wert, das taugt euch, das finde ich gut. Das ist uns wichtig, ja. Das durchziehen. Ja. Naja, starten wir eine. Herzlich willkommen, liebe Hände, zu dieser ganz besonderen Folge. Und wie Heinz Erhard schon sagte, ich habe mich hier um dieses Mikrofon versammelt. Na, habe ich selbstverständlich nicht alleine. Wir sitzen getrennt, wie immer, durch eine Landesgrenze, getrennt an den Bildschirmen. Mit mir verbunden ist wieder der Olli. Ja, getrennt auch durch eine Pandemie, kann man sagen. Gell? Traurig, aber wahr. Hallo, liebe Freunde draußen an den Empfangsgeräten. Hallo, lieber Christian. Es gilt wieder mal auf Knopfdruck witzig zu sein und abzuliefern. Mir fällt dir das mittlerweile sehr, sehr leicht. Wie geht's dir da eigentlich? Wer kann das besser als du, Olli? Olli, wir haben heute einen sehr straffen Zeitplan. Darum würde ich sagen, können wir das als Begrüßung schon abhaken, oder? Auf jeden Fall. Ja. 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 Heute. Um wen geht es denn heute überhaupt? Um wen geht es denn? Heute geht es um Silvester. Und ihr. Was für Silvester? Ihr werdet euch vielleicht denken, der Christian hat sich das jetzt auch wahrscheinlich kurz gedacht. Was, Silvester, schon wieder eine Gala? Wollen wir die jetzt wieder, oder wieder so eine Geburtstagsgala oder was? Wollen wir die jetzt schon wieder... Das reicht doch schon langsam, oder? Ja, eben, mit den Galen. Wollen wir die jetzt wieder eindrucken, dass man es unterstützen kann auf patreon.com/Hände? Nein. Und das haben sie doch eh schon gesagt, keine oder? Keine Sorge. Und die werden sicher auch nicht jetzt wieder erzählen, was es auf Patreon alles gäbe, wenn man sich dafür entschiede. Genau, aber du, ich bin sehr stolz. Es ist ja mittlerweile 14 Tage her, dass wir das announced haben, unsere Möglichkeit, uns zu unterstützen. Und ich bin sehr stolz auf unsere Fans, muss ich sagen, und auch sehr gerührt, weil es haben sich schon sehr, sehr viele angemeldet und das Angebot ist sehr gut angekommen, möchte ich sagen. Und ja, da hast du recht. Da freuen wir uns natürlich sehr, motiviert uns sehr, weiter zu machen und noch mehr Content für euch zu delivern und abzuliefern. Genau. Ja, genau, und wir haben uns sogar nach der Gala haben wir uns ja noch in einem unserer zahlreichen, privaten, sehr lustigen Gespräche haben wir uns ja auch noch zwei weitere lustige Ideen für euch überlegt, für die Patrone, wenn ihr einsteigen wollt, auf patreon.com/hände. Dann könnt ihr Zusatz-Content von uns haben und ihr sagt uns gleichzeitig, dass ihr uns lieb habt. Für 5 Euro seid ihr dabei und dann könnt ihr die neuen Formate, die wir uns überlegt haben, echte Helden, gell, Christian, genau, haben wir gesagt, das sind dann so... Genau, ja. Testest du dein Mikro jetzt? ja, aber dachte ich, flüstere mal in das Mikro rein, weil unten dieser Pegel, der immer ausschlägt, ist halt so komisch versetzt, also zeitlich, und das bin ich mir nicht sicher, ob ich wirklich über das gute Mikro aufnehme und nicht über das eingebaute vom
Leppinger. Das würde ich dann sehr traurig finden am Ende des Tages. Und bist du jetzt sicher, dass es passt? Ich bin mir sicherer, dass es passt, aber immer nicht ganz sicher. Und ich kann es während der Aufnahme auch nicht mehr, das kann ich auch gleich vorweg schicken, nicht mehr überprüfen in den Preferences des Programms. Das heißt, wenn ich jetzt leise rede, so ganz leise, ja, es wird schon passen. Ich bin guter Dinge, dass es passt, Olli. Du kommst da über dein MacBook-Mikro sehr gut rüber. Also, Christian, ich habe gerade gesagt, Echte Helden ist ein nettes, lustiges Angebot für euch, wo wir über so Helden der B-Klasse reden, haben wir gesagt. Ich hätte vorgeschlagen, den Peter Lustig zum Beispiel. Oder den, wie heißt der? Kürzen wir es einfach ab, es ist so, sind die, die es nicht wirklich in die erste Reihe geschafft haben. In den Free-Feed. Die kommen dann da einmal dran. Und ich glaube, das sind viel, viel Schöne dann dabei. Über die Jahre wird da einiges für uns nicht nur an Kohle zusammenkommen, sondern auch für euch an schönen B-Promis. Aber echte Helden sind ja nicht das Einzige, was wir dort vorstellen, Olli. Wir haben ja noch ganz neiche, was ist denn zum Beispiel mit dem Drecksbattle der Woche? Das wird das Flaggschiff werden, glaube ich, ehrlich gesagt. Von unserem, für unsere Patreon-Kunden, der Drecksbeil der Woche, wo wir dann auch einmal über Leute reden können, die einfach Scheiße gebaut haben. Ja, da ist genau, weil wir sind so ins Reden gekommen und mittlerweile kann man ja über ganz viele Leute keinen Helden-Podcast mehr anbieten, ja, weil es ganz einfach keine Helden von uns mehr sind, aufgrund von Enthüllungen, die mittlerweile passiert sind, aufgrund von Gefängnisstrafen, aufgrund von einfach Verfehlungen, die sie in ihrem Leben irgendwann einmal begangen haben, was uns in unserer Kindheit, Jugend und ja, euch wahrscheinlich auch nicht, damals noch nicht bewusst war. Ich sage jetzt einfach mal zum Beispiel Bill Cosby. Ja, ja? So, für mich ganz oben auf der Liste ist mein Lieblingsdrecksbeil, eigentlich, kann man so sagen. Ja, oder was ist mit Woody Allen? Klar. Weinstein. War nie ein Held wirklich von mir, aber ja, ist auch ein Drecksbeil. Ja. Ja, und natürlich der Vlad, oder? Ist auch schon ein bisschen ein Drecksbeil. Oder Vlad? Ziemlicher. Welcher Vlad? Ja, Putin. Ach so, okay, erzähl, wieso ist das ein Drecksbeil? Ja, der hat sicher viel Dreck am Stecken. Da werden wir beide investigativ natürlich heraus recherchieren. sind wir dabei. Und ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass im Laufe der Zeit da noch einige Drecksbeilen dazukommen, von denen man jetzt ja noch gar nicht mal ahnt, dass sie Drecksbeilen sind. Ja, genau. Es ist ja ein Langzeitprojekt, ein Lebensprojekt. Zum Beispiel ist jetzt vor ein paar Wochen, habe ich gehört, dass Marilyn Manson, dass es da einige Frauen gibt, die den des Missbrauchs beschuldigen. Na, da schau her. Der Drecksbeidel der Woche. Ein schönes Format für euch. Kann man da einen Nazis dann besprechen? Bitte? Nazis, Kommunisten. Da kann man dann einen Nazis, Kommunisten, ja. Mörder besprechen. Gell? Genau. Das alles. Das alles hört ihr nur bei uns. Nur bei uns auf Patreon. Ganz toll. Ja, und eine kleine Korrektur, das habe ich mit dir noch gar nicht besprochen. Vielleicht setzen wir dann den Held, den euren Held, wo ihr uns eure Vorschläge dann schicken könnt und wir sie umsetzen. Vielleicht werden wir das nach oben korrigieren für die 10-Euro-Unterstützer. Weil jetzt haben wir schon so viel, die uns da unterstützen. Und wenn da jeder was haben will, dann ist die Liste schon so lange. Dann muss man vielleicht 50 Folgen abwarten, bis man drankommt. Von daher vielleicht ist es geschickter für die 10-Euro-Unterstützer, diesen Helden zu machen, euren persönlichen Helden, den wir besprechen. Bist du einverstanden? Mhm. Ja, du müsstest dann nur ändern halt. Auf der Patreon-Seite, aber das kannst du, das machst du, das, ich weiß, dass du das wie immer gut machen wirst. Mach mir überhaupt keine Sorgen. Bin ich einverstanden, ja? Absolut. Können wir machen. Gilt allerdings nur mehr für Neuanmeldungen. Für die Leute, die jetzt schon dabei sind, die kriegen schon so einen Frühbucherbonus, würde ich sagen. Klar, die was in den ersten 2 Wochen geschafft haben, die bekommen ihren Helden, das ist ja ganz klar. Ja, super. Genau.
Haben wir über die Spenden auch schon geredet, um das vielleicht auch noch kurz abzuhaken, weil das, glaube ich, das hat es auch nicht in den letzten Podcast geschafft. Nein, es gibt die Möglichkeit zu spenden für uns, wenn man uns einfach unterstützen möchte, kein zusätzliches Material von uns bekommen möchte und trotzdem ja, uns was Gutes tun will, dann kann man spenden. Und zwar gibt es da einen PayPal-Pool, den ich für euch erstellt habe. Link ist in den Shownotes und da werdet ihr dann uns was spenden können. Und wir sind sehr froh darüber. Ich würde mal sagen, ab einer Spende von 100 Euro gibt es eine Höfenfahne dazu. Höfen-Auflösung. Siehst du, habe ich in meinen Notizen gar nicht stehen, Olli. Wie schaut es aus mit den Höfen? Den haben wir schon aufgelöst. Schick mir den. Ja, wir haben ihn aufgelöst, aber wir haben es noch nicht verteilt, oder? Dass wir auf die Suche nach dem Höfen gehen können, mit Hilfe der Telefonlawine. Oder doch? Haben wir das schon gemacht? Wenn wir zeitversetzt aufnehmen, haben wir schon gemacht. Ich weiß jetzt nicht genau, worauf du hinaus willst, muss ich gestehen. Schau, der Michi hat den Helfen. Den Helfen? Der Michi hat den Helfen-Wettbewerb gewonnen. Ja. Ja, gut. Das Ziel dieses Wettbewerbs war ja nicht nur, dass es einen Gewinner gibt, einen offiziellen, sondern auch, dass wir mal herausfinden, dass es ganz viele Verlierer gibt. Und dass ihr mal herausfinden kann, mit Hilfe der Hände, wer der Helfen ist. Ja. Das war ja das Ziel, was dahinter war. Ja, genau, damit wir den Podcast einladen können. Ja, das ist die absolute Traumvorstellung. Es ist es nur so, dass der Michi jetzt weiß, wie der Höfen ausschaut, die ganzen anderen Hände da draußen, ich sage oft da draußen, die wissen das nicht. Doch, weil wir haben es ja auch über sozialen Medien bereits gepostet. Das Problem, haben wir das auf Facebook, das Problem auf Instagram? Besteht nur deswegen, weil wir diesen Podcast schon aufnehmen, bevor wir den vorigen ausgestrahlt haben. Alles klar? Ihr könnt uns dann natürlich gern folgen auf allen sozialen Medien. Da freuen wir uns auch noch. Da ist noch Platz für jeden. Da können wir miteinander reden, vor allem über Discord. Gell? Das haben wir ja beim letzten Mal auch neu ins Gespräch gebracht. Das wird unsere neue Plattform sein. Das ist bereits unsere neue Plattform. Da können wir uns zusammenschließen, diskutieren über die Folgen. Euer Feedback könnt ihr uns da reinschreiben und wir werden euch da natürlich auch antworten. Und heute, lieber Freund, hast du ja den Sly herausgefunden über ein wunderbares Quiz, hätte ich schon fast gesagt. Na, was war das? Eine Abstimmung über Telegram. Wie ihr wisst, haben wir schon seit einigen Wochen einen Telegram-Kanal, wo wir euch informieren, was jetzt kommt, beziehungsweise wo wir Abstimmungen machen können oder ein Quiz. Da könnt ihr dann ja euer Wissen testen zur letzten Folge. Bei der ersten Abstimmung ist es um den nächsten Helden gegangen und diese Abstimmung ist mit, ich glaube, 50% circa, ich weiß es nicht mehr auswendig, aber sehr eindeutig für den Sylvester Stallone ausgegangen. Und darum machen wir den jetzt. Das ist super, ich freue mich sehr. Ihr könnt diese Facebook-Gruppe übrigens, ihr könnt diese Telegram-Gruppe übrigens auch kopieren und an Freunde weiterschicken, dass wirklich alle auch teilnehmen können. Es gibt da keine Grenzen für uns. Super Sache. Ich bin dennoch ein bisschen enttäuscht, finde es ein bisschen schade, dass es nicht Europe geworden ist, weil ich bin natürlich ein großer Europe-Fan, dennoch wird es natürlich den Europe-Podcast geben, das wird der nächste bereit sein und ich werde jetzt die Gelegenheit gleich nutzen, um die Sly-Fans mit ins Europe-Boot zu holen und in 14 Tagen wird dann wie ein Feuerwerk der Europe-Podcast die nicht nur Europe, sondern die ganze Welt erobern und da freue ich mich schon sehr, das ist ein Versprechen und ihr solltet da unbedingt, auch wenn ihr jetzt Europe vielleicht noch nicht mögt, unbedingt einschalten, weil spätestens nach dem Podcast werdet ihr Europe-Fans sein. Ich würde mal sagen, ab einer Spende von 100 Euro gibt es eine Höfenfahne dazu. Genau, Olli, aber jetzt zügle einmal deine Pferde. Ich möchte jetzt kurz einmal den Jingle für den Helden der Woche einspielen. Das wird schön. Der Held der Woche.
Und jetzt nach diesem wunderbaren Jingle, lieber Olli, erzähl uns mal ein bisschen was über unseren Helden von heute. Unser Held. Es geht um Sylvester Stallone. Wer ist es? Wer ist der Mensch hinter der Figur? Also als erstes möchte ich euch mal Folgendes sagen, liebe Hände da draußen. Wenn ich dieses Mikro umdrehe, dann ist es, wie wenn ich eine Maschine starte. Und dann kann ich plötzlich... Eine schöne Referenz an Over the Top, oder? Genau. Dann bin ich ein anderer Mensch. Dann gehe ich aus mir heraus. Ihr wisst, ich bin normalerweise eher ein zurückhaltender Typ. Red einmal so, wie du normal redest. Das geht gar nicht. Ich bin im Podcast-Modus. Das funktioniert. Nein, das kannst du. Leider. Dreh einmal das Zapferl um. Komm. Dann geht das. Und jetzt? Ey, Jägerle. Ich hab leider den Zapferlständer noch nicht, Christian. Jetzt, so. Es hört ja anders an plötzlich. Ja. Ist das irgendwas passiert? Ja, das hätte ich nicht sagen sollen. Das Mikrozapferl ist mir umgefallen. Du, ich kann jetzt vieles über den Sylvester Stallone erzählen, aber... Nee, jetzt redet er wieder im Podcast-Modus. Was hältst du davon, lieber Christian, wenn ich das in Form von einem Quiz mache für dich? Den habe ich als Überraschung vorbereitet. Danke, da sage ich niemals nein bei einem guten Quiz. Na dann, geht's schon los. Wissen testen. Gewissi, Chrissy, wo wurde Sylvester Stallone geboren? Das weiß ich. Er wurde am 6. Juli 1946 in New York City geboren und genau genommen in einem Stadtteil, der Hell's Kitchen genannt wird. Das war zur damaligen Zeit einer der schäbigsten Stadtteile. Übrigens, Alicia Keys ist auch in Hell's Kitchen geboren. Mhm. Oder zumindest aufgewachsen, bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Hell's Kitchen, mittlerweile du als New York-Besucher weißt es, der Wuffi und die Megan, die da jetzt vielleicht zuhören, sowieso. In Hell's Kitchen hat man zumindest vor 10 Jahren, und das ist schon wieder lang, es ist mir gestern bei der Vorbereitung aufgefallen, 10 Jahre ist es schon wieder her, dass ich zum letzten Mal in New York war. Aber vor 10 Jahren hat man dort hervorragend in Hell's Kitchen essen gehen können und dazu zu vernünftigen Preisen. Nicht so wie in anderen Gegenden von New York. Und da waren wir ganz oft essen. Warst du damals auch in Hell's Kitchen, als du in New York warst? Für dich ist noch nicht lang her, das ist glaube ich 2 Jahre her oder 3. Ja, anderthalb. Anderthalb, ja. Wir waren auch essen. Ich glaube, es war in Hell's Kitchen. Ich glaube schon. Wuffi, ja, vielleicht ist bitte das, schreib ist uns das in die Kommentare, ob das tatsächlich in Hell's Kitchen war. Du warst es vielleicht etwas besser als ich noch. Ich habe die Karte nicht so 100.000%ig verinnerlicht. Mhm. Ja, ich weiß es einfach nur so, weil es mir ein Freund empfohlen hat, bevor wir hingeflogen sind, hat gesagt, ja, wir wandern essen dann in Hell's Kitchen. Und das war ganz nett. Aber wir reden ja nicht nur über New York. New York könnte man meine eigene Folge machen. Das wäre natürlich super. Da wisst ihr einen tollen schon Gast. Ich hab jetzt wirklich wieder Lust auf New York bekommen. Mhm. Ich hätte wieder mal so Lust hinzufliegen. Und es ist so blöd, dass wir momentan so eingeschränkt sind und ich nicht einfach sagen kann, hey, fliegen wir zu Ostern nach New York. Du, das schreit noch ein Fanausflug, würde ich sagen. Ja, Fanausflug zu einfach nur nach New York oder schauen wir uns was Bestimmtes an. Hell's Kitchen. Ja. Essen, Mittagessen in Hessen. Fliegen wir extra hin, kaufen uns vielleicht nur 2 Jeans und dann wieder zurück. Und wenn wir Glück haben, mein lieber Freund, ist es das Wochenende, wo gerade WrestleMania in New York ist, können wir die auch noch mitnehmen. Und ich glaube, wenn wir wirklich, wirklich Glück haben, dann können wir mit so günstigen Tickets vom Wuffi fliegen. Ja, ich vielleicht. Ihr seid jetzt auch Dicke-Bannis mittlerweile. Ich würde ja mal ein paar Katanos rüberschieben dafür, ja. Kannst dem umschieben, was du willst, Alter. So, Frage Nummer 2, das war eine sehr lange Antwort von dir. In welchem Film spielt er zusammen mit der Legende? Warte, darf ich zu Ende sagen? Robert De Niro? Ja. Ist das die Frage? Ja, das ist die Frage. Wieso weiß ich das? Mhm.
Wieso weiß ich das? Weil es einer unserer Lieblingsfilme ist. Es ist einer unserer gemeinsamen Liebesfilme. Liebesfilme. Einer unserer gemeinsamen Lieblingsfilme. Wir haben einige, liebe Hörerinnen und Hörer. Vor allem, liebe Hörerinnen, ja. Der Christian und die manchmal nach dem Podcast, wenn es schon Abend ist. Dann haben wir unseren Film rein. Ja, wenn nicht gerade eine Pandemie da ist, dann bleiben wir noch ein bisschen länger auf der Couch sitzen. Wobei, das kannst du mittlerweile eh so, wie ist das? Buddy, na, das geht ja, Buddy-Watching oder wie heißt das? Kannst du überall machen, ist auf Netflix, Prime, ja. Wo du dann gemeinsam den Film startest. Echt? Ja, das sollte man, das ist zum Beispiel auch mehr ein Podcast, den wir aufnehmen. Wir schauen uns Zurück in die Zukunft. Ja, vielleicht eher einen Sly-Film an oder Zurück in die Zukunft. Starten den gleichzeitig. Telefonieren miteinander, beziehungsweise sind über Skype miteinander verbunden und nehmen gleichzeitig auf. Das ist cool. Alternative Tonspur zum Film. Das ist ein Ziel von mir. Ja. Das möchte ich machen. Sehr, sehr gern. Aber was war die Frage? Ah, Grudge Match. Grudge Match oder so ähnlich heißt der Film, oder? Und es gibt aber noch einen zweiten. Und zwar von der alten Zeit. Von der alten Zeit. Mhm. Ich kenne ihn mit Al Pacino. Da musst du mir helfen. Ja, jetzt. Copland. Ich habe gedacht, das ist der Al Pacino. Nein, das ist der Robert De Niro. Ist auch der De Niro. Der spielt okay. Da auch mit. Ja. Gell und so. Da werden wir dann vielleicht nochmal drauf zurückkommen, oder? Definitiv. In den Rocky-Filmen spielten teilweise nur als sehr kleine Rollen auch Familienangehörige von Stallone mit. Welche? Sein Vater, sein Sohn und seine Mutter, sein Sohn und seine Schwester, seine Mutter und sein Bruder, sein Sohn, sein Bruder und sein Vater. Das war verwirrend, weißt du, total oft. Hast du es gemerkt? Also, ich weiß, sein Sohn auf jeden Fall in Rocky 5. Warte, ich wiederhole es nochmal. Oder lesen wir es nochmal vor, ja. Also, sein Vater, sein Sohn und seine Mutter, sein Sohn und seine Schwester, seine Mutter und sein Bruder oder sein Sohn, sein Bruder und sein Vater. Ich lehne jetzt weit aus dem Fenster, aber ich glaube, es ist sein Sohn, sein Bruder und sein Vater. Kann das, ist das... Ja, das stimmt tatsächlich. Stimmt das? Ja. Ja, der Frank Stallone, übrigens ein Musiker. Ja, ja. Mhm. Absolut. Frank Stallone, der Bruder. Ah, der Sohn, und ich nehme das jetzt da gleich vorweg, der Sohn vom lieben Silvester, der in Rocky 5 mitgespielt hat, der ist ja leider schon der sehr, sehr früh tragisch, verstorben. Ja. Mhm. An einem Herzinfarkt, gell, war das. Ganz eine tragische Geschichte. An einem Herzinfarkt, das stimmt, ja. Bitter. Also vermutlich Drogen. Oder? Ich habe mich jetzt nicht so speziell damit auseinandergesetzt. Aber ja, es ist nur oft, wenn man was vertuschen will, dann was halt das Herz. Ne? Genau. Sonst wird beim, weiß nicht, fitten 30-Jährigen nicht das Herz plötzlich so Probleme machen, denke ich. Aber nur Mutmaßung von mir. Ja. Du, hast nur eine Frage? Ich hätte noch einige Fragen. Soll man durchziehen? Frage 4 hätte ich jetzt. Wie groß ist Sylvester Stallone? 1,72, 1,82, 1,80 oder 1,78? 1,78. 1,72, mein lieber Freund Christian. Der ist nur so klein wie du. Ja, ich hätte noch 5 Fragen, du kannst aber sagen, es passt für mich jetzt. Bitte, ich brauche die Frage. Okay. Wie viele Jahre liegen zwischen dem ersten und dem letzten Teil von Rocky? Meinst du wirklich den offiziellen Rocky oder den Creed 2? Ja, den Creed 2. 40? Na, 42. 30. Ja, dann hast du Rocky gemeint. Okay. Hast du Rocky 6 gemeint. Ja. Heute ist eine lustige Folge, das taugt man. In welchem Film hat er nicht mitgespielt? In vielen, in der Pate. Achso, warte, ich habe hier auch gespielt. Moment. In Die Eiskönigin hat er auch nicht mitgespielt. Ja.
Der Nachtfalke, Nachtfalken, Wargames, Frankensteins Todesrennen oder Vorhof zum Paradies? Frankensteins Todesrennen. Na, Wargames. Fuck. Ja. In welchem seiner Filme ist sein Name Lincoln Hawk? In Over the Top? Absolut richtig. Absolut richtig. Welche Abstimmung ist eine seiner bekanntesten Figuren John Rambo? Deutsch, indianisch, indianisch, französisch, amerikanisch, italienisch oder deutsch-amerikanisch? Amerikanisch, italienisch. Na? Deutsch, indianisch. Oh, das ist so super. Sehr seltener. Also, ja, deutsch-indianisch. Schaust du, was ich für Fragen ausgrabe, ha? Mhm. Vorletzte Frage. In welchem Film, im Film Driven, haben welche drei deutschen Promis einen kurzen Auftritt? Til Schweiger, Thomas Gottschalk und Götz George. Til Schweiger, Verona Poth und Jasmin Wagner. Thomas Gottschalk, Verona Poth, Klaus Meine, Hannes Jennicke, Til Schweiger und Herbert Grönemeyer. Irgendwas mit Til Schweiger auf jeden Fall. Weil der Til Schweiger spielt ja den Gegenspieler, so eine Art Schumacher-Typ ist ja der. Ich weiß es nicht. Til Schweiger, Thomas Gottschalk und Jens Weißflog. Til Schweiger, Verona Poth. Jens Weißflog. Til Schweiger, Verona Poth, ehemals Feldbusch und Jasmin Wagner, a.k.a. Was hast du? Nein. Blümchen. Ah, Blümchen. Genau. Ah, ja, oh ja, jetzt läuten die Glocken wieder bei mir. Mhm. Letzte Frage. Blümchen, ha? Könnte da mehr Heldin sein. Ja, da haben wir auch schon überlegt, ob wir vielleicht für unsere Patreons da draußen dann auch die Kategorie Heldinnen der Woche anbieten. Weil die sind unterrepräsentiert bei uns. Noch. Aber Verona Poth wäre vielleicht wirklich eine. Mhm. Jasmin Blümchen, weiß ich nicht, Benjamin Blümchen vielleicht. Mit wem zusammen? Die zum Beispiel die Urlaub oft beim Stangl wird. Ah, was du jetzt verstanden hast, die Urlaub beim Stangl wird. Wenn man dachte, das ist ein französisches. Nein, die Urlaub manchmal beim, zumindest weiß ich das, beim Stangl wird. Die Verona oder die Jasmin? Gern. Die Verona. Ah. Mit ihrem Mann, der aber sehr gefährlich ausschaut, finde ich. Wirklich, findest du? Der alte Poth. Warum schaut der so? Er schaut schon immer so, dass man, der, wenn man da hinschaut, schaut er zurück und man hat das Gefühl, man soll jetzt gleich wegschauen, sonst boom, zack. Urlaubst du auch auf beim Stangelwirt, oder was? Manchmal, ja. Aha, das ist ganz neue Informationen. Der Herr, sehr fein. Von der Podcast-Kohle, oder was? Von der Patreon-Kohle kann man sich schon mal von den Spenden. Eine kleine Besenkammer. Ja. Vielleicht hieten wir uns für unsere Fans auch eine Verona-Poth-Fahne an, he? Für die 100-Euro-Spender. Ja, warum nicht? Super. Ja, auf jeden Fall, das wollte ich nur zu Ende bringen. Könnte man sie ja auch anschreiben, ob sie nicht mit ihrer lustigen Stimme was einspricht. Mm, das wäre schön. Dafür kriegt sie ein Quiz. Verona-Poth oder Schlauchboot? Ja, vielleicht kann der alte Poth da mitmachen, der findet es sicher voll witzig. Was ist knallrot und aus Gummi? Verona Poth oder Schlauchboot? Bam! Kriegst du die erste. Ja. Das ist doch eher so, für mich ist das eben witzig, wie unterschiedlich die Wahrnehmungen sind. Für mich ist das eher so ein Geschäftsmann, so ein nerdiger Geschäftsmann eigentlich immer eher gewesen. Ja, das ist der nicht auch ein bisschen dubios? Ja, dubios schon auch. Also ja, der ist nicht ganz auf der, nicht ganz auf der sauberen, guten Seite. Hat mal Kassen zumindest, ja. Aber die Verona, ja. Achtung, Wortwitz, hält ihm die Stange. Die kalte. So, weiter geht's. Ich freue mich schon so, wenn wir kalte Stangen verkaufen. Letzte, super. Letzte Frage. Mit welchem
Mit wem zusammen wurde Sylvester Stallone als schlechtestes Filmpärchen in The Specialist mit dem Golden Himbeer ausgezeichnet? Sharon Stone? Absolut richtig. Super! Ja, bravo, 6 von 10 hast richtig. Mhm. Bist absolut qualifiziert, einen Sylvester Stallone Podcast zu hosten. Genau, und damit fangen wir jetzt schneller mal an. Wir haben ja schon gesagt, wo er geboren worden ist und wann. Er ist in sehr einfachen Verhältnissen aufgewachsen. Bei seiner Geburt wurde eine Geburtszange verwendet und das hat dann seine Nerven im Gesicht geschädigt und dadurch eine dauerhafte Muskellähmung hervorgerufen. Und deswegen ist seine linke Gesichtshälfte so, hängt so herunter. Und er hat Zeit seines Lebens immer unter seinem dümmlichen Aussehen gelitten. Sie sind dann nach Philadelphia gezogen, da ist er aufgewachsen, war Footballspieler und hat dann irgendwann das Theater für sich, wie so viele amerikanische Stars, die Theatergruppen an der Schule entdecken, hat er das auch gemacht und hat dann ein bisschen Theater gespielt. Genau, so. Ich finde ja gar nicht, dass er so dümmlich ausschaut. Eigentlich ist mir das... Das sagt er selbst von sich. Ja, ja, ich habe das auch natürlich in der Doku gehört. Es wäre mir eigentlich nie so... Natürlich hängt es ein bisschen ab und so, aber es ist mir nie stark aufgefallen. Das passt natürlich auch zu seinen Rollen. Aber wenn ich das jetzt irgendwie nicht so oft jetzt hintereinander gehört hätte, ja, hätte ich da echt überhaupt nicht irgendwie Augenmerk drauf gelegt. Auch die tiefe Stimme und so, das ist alles super. Finde ich auch. Das finde ich super. Es ist auch in der deutschen Übersetzung war es allerdings schon immer so, da haben sie ihn schon bewusst dümmlicher dargestellt. Das haben wir, glaube ich, im Rocky-Podcast da besprochen, dass er schon im Original sehr, sehr, sehr einfach klingt, aber im Deutschen, im ersten Rocky, da kommt er schon wie ein Trottel eigentlich rüber, ne? Von dem, wie er redet und was er tut. Aber gehen wir nicht zu sehr in Rocky, wer das hören will, kann sie ja dann oder? Auf jeden Fall. Da hört ihr so tollen Mehrwert wie die Stimme vom Rocky 1 und 2 ist vom Jürgen Prochnow. Das hört ihr da zum Beispiel. Und dann auch bei Creed 2 wieder. Genau. Da kommt er dann wieder zurück. Genau. Ja. Ich muss mir, glaube ich, nur einen Tee machen. Wir müssen irgendwann mal kurz unterbrechen. Ja. Weil wie wäre es mit jetzt? Husten kommt mir vor. Gut. Passt. Aber lass laufen, lass laufen. Wieder gleichzeitig erschienen. Los geht's. Er hat ja kurz studiert, hat aber das Studium nicht abgeschlossen und hat sich dann der Schauspielerei verschrieben. Hatte natürlich am Anfang seiner Karriere nicht wirklich viel Geld und hat nur ganz kleine Rollen bekommen, hat ist so typmäßig als großer, starker Mann einfach immer gecastet worden und hat da zum Beispiel eine Nebenrolle in einem Woody Allen-Film Bananas gespielt. Und lass dich vom Woody Allen aus dem Zug schmeißen. Ganz genau. Was er auch noch gemacht hat, ist in einem Erotikfilm, in einem Softporno, Kitty und Studs, der italienische Dreckshengst. Deckhengst steht da. Hat der mitgespielt, um Geld zu verdienen. Es war damals natürlich noch nicht klar, dass das einmal so große Wellen schlagen wird, dieser kleine Film. Und dieser Film hat auch noch lustige weitere Titel. Das ist ja ein Steckenpferd von unser. Lustige deutsche weitere Titel herauszufinden.
Und da heißt es unter anderem der Italian Stallion, der italienische Hengst, klassisch natürlich im Nachhinein. Randy, die sechs Abenteuer des Sylvester Stallone oder Sylvester Stallone, Rückkehr aus Vietnam oder Zurück aus Vietnam. Und den gibt es sowohl auf DVD als auch auf VHS. Kann man nur kaufen. Okay. Nein, das ist jetzt nur da gestanden, da habe ich jetzt kurz gecheckt, dass das kein Titel ist. Aber ja. Ja, cool. Und ja. Ich habe mir Journalist, der ich bin, habe ich mich natürlich jetzt genauer damit auseinandersetzen müssen. Und habe mir. Ich habe mir gedacht, dass du dich da drauf stürzt auf den Film. Genau. Habe mir die Schauspielerin von der Kitty einmal ein bisschen genauer angeschaut. Ja. Und kann jetzt euch da draußen was verkünden, die Spinte so gemacht? Dass die eigentlich überhaupt nichts mehr gemacht hat nachher. Und in der Versenkung verschwunden ist leider. Aber eine sehr hübsche Dame eigentlich. Hat mir gut gefallen. Okay. Hm? Ja, den Durchbruch hat er geschafft mit, wie wir alle wissen, mit Rocky, wo er auch das Drehbuch dazu geschrieben hat. Wir kommen später noch einmal dazu. Er hat sehr, sehr viele Drehbücher geschrieben und auch Drehbücher, wo man gar nicht damit rechnet, dass die vom Stallone waren, aber dazu dann später. Also Rocky, da war ein sehr erfolgreicher Film, haben wir schon im Rocky-Podcast besprochen, Oscar nominiert, irrsinnig viel Einspielergebnisse und so weiter. Nach Rocky hat sich Stallone aber 2 Jahre zurückgezogen, hat zwar viele Angebote bekommen, kann sich nicht wirklich entscheiden, was er machen soll, und hat es dann probiert. 1978 ist er zurückgekommen mit Vorhof zum Paradies. Da hat er auch Regie geführt. Super Film, den ich noch nicht gesehen habe. Steht auf deiner Liste wahrscheinlich. Ne? Genau, machen wir das dann so, dass man, möchtest du das jetzt einbauen in die Bio, die Filme, oder reden wir dann gesondert über die Filme? Können wir gerne nachher. Ich wollte jetzt nur mal bis zum nächsten großen Hit vielleicht und dann... Ja, passt. Oder, ja, okay. War allerdings ein Flop, genauso wie ein Gewerkschafterfilm, Fist, ein Mann geht seinen Weg. Ist auch unterschätzt, nach wie vor, ja. Auch da hat er die Hauptrolle gespielt und hat am Drehbuch mitgearbeitet. Und Stallone ist es dann irgendwann gelungen, und das ist, glaube ich, sogar wirklich einzigartig in dem Business, dass er eine zweite ikonische Figur geschaffen hat, nämlich den John Rambo. Mit 1982 dann allerdings erst mit dem Film First Blood. Das ist ein wunderbarer, für mich einer der besten Antikriegsfilme, die ich kenne. Geht es um einen Vietnam-Veteranen? Oh Gott, die Story ist wahrscheinlich... Ich glaube, die Story von Rocky und Rambo braucht man nicht mehr viel erklären. Ja. Ich kann dazu vielleicht nur ganz kurz... Allerdings finde ich die Veränderung ganz, ganz interessant, die Veränderung. Wenn du dir zum Beispiel jetzt Filme anschaust wie Rocky 1 und 2 und die dann vergleichst mit Rocky 4, genauso wie wenn du Rambo 1 nimmst oder First Blood, wie er im Original hast, und dann Rambo 2, 3, da merkt man schon eine ziemliche Veränderung von so einer Art Milieustudie, von einem wirklich ernsthaften Film zu so fast komikhaften Helden, werden die dann ja eigentlich hochstilisiert. Hat auch mit dem Zeitgeist, glaube ich, der 80er zu tun, ist, hat super funktioniert. Taugen wir total, möchte überhaupt nicht kritisieren. Aber nur kurz anmerken. Olli, aber es passt sehr gut zu dem, was ich sagen wollte, weil ich habe Rambo zum Beispiel erst wirklich registriert. Da war wahrscheinlich schon Rambo 2 oder Rambo 3 vielleicht schon heraus, weil ich ja doch noch sehr jung war. Ja, bei mir. Und der war halt sehr brutal. Und ich habe wirklich, kein Witz, Rambo 1 das erste Mal vor, weiß nicht, 5 bis 10 Jahren gesehen, also sehr, sehr spät in meinem doch schon mittleren Erwachsenenleben, somit zwischen 30 und 35, eher Richtung 35 sogar, mit meinem lieben Bruder, mit meinem lieben Vater, so als Familien gemeinsame Sache, Familienabend, und war down, völlig überrascht, dass der so gut ist. Entschuldigung, du wolltest was sagen? Nein, das war unwichtig. Aber du hast recht, der ist wirklich überraschend gut, genauso wie Rocky 1 und Rocky 2 überraschend gut sind, die mir als Kinder auch nicht so taugt haben, wie dann Rocky 3 und Rocky 4. Ja.
Aber ja, also zeitlose, gute Filme. Genau. Ja, absolut. Also bei Rocky war es nicht ganz so intensiv. Also die habe ich natürlich als Kind schon gesehen und toll gefunden. Aber bei Rambo ist es halt ganz bemerkenswert gewesen in meiner Biografie. Werde dann auch, wenn ich meine Autobiografie dann mal schreibe, werde ich das dann auch gerne nochmal mit reinnehmen. Ja, macht es. Sylvester Stallone war einmal verheiratet, hat sich dann aber scheiden lassen und ist dann mit Brigitte Nielsen, nach Rocky 4 war das dann, ist er mit Brigitte Nielsen zusammengekommen. Damals, wunderschöne Frau, sehr berühmte Frau, hat auch mit Falco gemeinsam dann später ein Lied aufgenommen, Buddy Next to Buddy, und Falco hat damals gesagt, mit ihr wollte ich nie in die Charts, mit ihr wollte ich nur ins Bett. Wow. So war unser Falco. Sing mal ein bisschen an. Buddy next to Buddy. Na, 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 na. So ungefähr. Wow. Und die Crowd steht auf den Stühlen und auf den Tischen, glaube ich, draußen. Mhm. Das schämt euch nicht dafür, ich habe auch mit geschunkelt. Ja, das, so ist es. Genau. Stallone. Was hat er dann weiterhin gemacht? Dann sind Filme gekommen wie City Cobra, ganz interessant übrigens. City Cobra, hast du den gesehen? An den kann ich mich nicht mehr erinnern. Okay, zeitgleich hat unser lieber Arnie einen Film rausgebracht, der hat geheißen Der City High. Mhm. Auch nicht schlecht, oder? Witzig, ja. Dann Over the Top, kommen wir später noch dazu. Mhm. Für uns beide ein Spitzenwerk. Ich habe sogar den Soundtrack gehabt. Ist allerdings auch gefloppt, genauso wie Lock Up. Was war nur die Ehe mit Brigitte Nielsen, ist in die Brüche gegangen. Ist auch gefloppt. Er hat sie überreden lassen, eigentlich reingelegt. Ich glaube, ich habe es in Arnie-Podcast schon erzählt. Arnold Schwarzenegger hat den Stallone reingetrickst in Oscar vom Regen in die Traufe und Stopp oder meine Mama schießt. Und hat sie dadurch, wie man das halt unter Freunden macht, ein bisschen reingelegt. Und inwiefern? Seinen reingelegt und reingetrickst. Weil, naja, die zwei haben sich ja sehr gematcht immer und wollten immer die erfolgreichsten Filme machen. So wie wir beide. Actionstars. Ein Hick und Hack. Ja, nur ein bisschen anders. Ja. Und, wollten sie immer übertrumpfen. Das ist ja bei uns nicht so. Ich würde ja nicht übertrumpfen, ich würde ja eigentlich wie overbringen. Weil das Podcast das gemeinsame Produkt besser macht, wenn du besser eigentlich bist, oder? Magst du, nehme ich an, vielleicht auch so. Die zwei haben sich allerdings sowieso anders gematcht und wollte da immer der eine besser sein als der andere. Und dann hat sich der eine diesen Scherz erlaubt und einmal so in Umlauf gebracht, dass er, und ich glaube, es war bei Stopp oder meine Mama schießt, dass er Interesse hätte an dem Film, was aber überhaupt nicht gestimmt hat. Und das hat dann den Sly dazu gebracht, dass er sich voll bemüht hat um diese Rolle für diesen, kann es also mal sagen, sehr schlechten Film, weil er den Arnie ans Auswischen wollte und dann hat er diesen Film halt gemacht, ja. Ja, und wie taugt er das Sly als Komödiant? Wenig. Wirklich? Ich finde, er hat eine sehr, sehr große komödiantische Ader. Mir taugt eigentlich sehr gut. Also ich finde, ich habe mir jetzt nochmal einen Trailer zu Stopp oder meine Mami schießt ein Viertel davon angeschaut, von den 2 Minuten 30. Dann hast du angerufen und gesagt, hey komm, jetzt machen wir einen Podcast. Leider habe ich mir die restliche Zeit vom Trailer nicht mehr anschauen können. Aber das war genau die Szene am Anfang, wo sie der von dem Haus, wo sie so ein Selbstmörder vom Haus runter stürzen möchte. Und der Sly, der ja dort einen Polizisten spielt, möchte ihn aufhalten. Und seine Mutter unten mit dem Mikrofon steht halt dann und schreit halt durch dieses Megafon, dass sie auch eine Mutter ist und auch einen Sohn hat, der manchmal Sorgen macht und so. Und der Sly steht daneben und sagt, Mama, jetzt hör mal auf mit dem Blödsinn und so in die Richtung. Und ich habe schon sehr lachen müssen und der Sly macht das sehr gut. Und bei Oscar, wenn wir dann später noch kurz drüber reden, finde ich ihn auch ganz großartig. Okay, fair enough. Ja, gut, dann gibt es viele Filme, dann ist irgendwann wieder zum Action-Genre zurückgekommen. Cliffhanger, Demolition Man, der Specialist, du hast ja schon angesprochen, Judge Dredd, Assassin's Daylight. Cliffhanger. Cliffhanger. Und dann hat er was gemacht, was sich
die Leute nie gedacht haben, dass man machen kann. Er hat 15 Kilo zugenommen und extra für die Rolle in Copland, einen eher kleineren Film oder einen anderen, nicht so einen Actionfilm, da hat er mit Größen wie Robert De Niro, Harvey Keitel und der dritte, der dir vorher nicht eingefallen ist, war der großartige Ray Liotta. Er ist mir nicht eingefallen, sonst irgendwas ist dazwischen gekommen. Wahrscheinlich habe ich reingequatscht. Genau, ich glaube, dass es das war. Und dann, als schon keiner mehr damit gerechnet hat, sind die großartigen Figuren Rocky und Rambo wieder zurückgekommen, worüber ich mich wirklich gefreut habe über Rocky 6. Der hat geheißen, nicht Rocky 6, sondern Rocky Balboa. Habe mich total darüber gefreut. Die neuen Rambos, muss ich gestehen, habe ich nicht gesehen. 4, 5 und ich glaube 5 gibt es mittlerweile. Rocky Balboa habe ich sehr gesehen, hat mir taugt. Und dann die neuen, die Creed 1 und 2, ja, die sehe ich mit gemischten Gefühlen eher. Ich bin froh, den Rocky wieder zu sehen, die Rolle des Rocky Balboas, also den Sly als Rocky. Aber die Filme selbst taugen mir nicht. Okay. Ja, ich sage es einfach so, taugen mir wirklich nicht. Ist in Ordnung. Wobei ein schönes Erlebnis habe natürlich mit dir in war Creed schön. 1, war weil schön. Wir da gemeinsam im Kino waren, aber ja. Was er noch gemacht hat, ist, alle alten Actionstars zusammenzuholen und eine neue Serie, ein neues Franchise zu entwickeln, alle. Expendables, The Expendables 1, 2 und 3, ganz großartig. An der Seite von Dolph Lundgren, Chuck Norris, Arnold Schwarzenegger, wer nur Jean-Claude Van Damme, Edik, die ganzen alten Helden des Action-Kinos der 80er Jahre sind da mit dabei. Mhm. Habe ich alle gesehen. Ja, bin ich nie ganz eingekippt, muss ich gestehen. Ich auch nicht. Reicht einfach auch nicht an das von früher heran. Ja, ich weiß nicht, ich habe es wirklich ein paar Mal probiert und bin nie so ganz reingekommen. Aber da wird es wahrscheinlich einigen so gehen, ja. Genau. Ja, aber jetzt sind wir eh schon wieder voll drinnen in den Filmen. Also. Nee, wir sind eigentlich sehr in den Filmen jetzt drinnen, aber ich möchte nur kurz sagen, ja, er macht mehr als Filme, er ist ja wie viele Schauspieler, malt auch. Beim Jim Carrey haben wir das auch gehabt, auch der Sylvester Stallone interessiert sich für Kunst und Literatur. Genau, das kann man auch noch so. Ja, Kunst ist Kunst, kann man sagen, oder? Das merken wir ja beide auch, wir machen ja auch ein Kunstprojekt, den Podcast, das ist ja wirklich auch in dieser Riege drinnen und wir sind auch sehr, sehr tolle Maler, auch beides. Mhm. Das stimmt auch, mhm. Da hast du auch recht, ja. Und komponieren Lieder und machen Dinge aus, wir modellieren, also ich spiele zum Beispiel sehr gern Plastilin mit meinem Kind, ja, da habe ich Spaghetti, kann ich recht gut modellieren. Das ist eine Maschine, wo du das durchdrücken kannst. Ja, genau, ja. Ah, okay. Also Play-Doh heißt sie mittlerweile, gell. Ja. Aber ich kann auch Enten. Enten gelingen mir auch teilweise recht gut. Sehr gut kann ich auch mit Malkreiden, also mit auf dem Boden. Wie heißt das? Straßenmalkreiden kann ich gut. Dinosaurier kann ich zum Beispiel sehr gut machen. Wo malst du da hin? Auf eure Feldwege oder wo? Nein, bei uns gibt es schon auch betonierte und Asphalt. Und asphaltierte Gebiete, ja. Straßen. Da gibt es kein Asphalt, da wird aber alles betoniert. So schaut es nämlich aus in Burgenland. Ja. Wenn du mal von den Podcast-Millionen ein paar zu viel hast, kommst du ins Burgenland und betonierst ein paar Föder dazu. Einfach so. Einfach, weil es das kann. Zum Spaß, ne? Ja. Einfach, weil ich kann, ja. Ja, ja, können wir dann drüber reden, wenn es soweit ist. Aber vorher natürlich fleißig einzahlen, gell, liebe Leute. Mhm. Wobei in dem Fall braucht man nicht so viel einzahlen, weil ein Föhr im Burgenland kostet wahrscheinlich, das kann er sich jetzt schon leisten. Die paar hundert, ja, aber der ganze Beton. Ja, das stimmt. Der ist den Beton auch nicht vergessen. Das ist ja das Teure da. Das ist richtig, ja. Beim Hausbauen ist ja nicht der Grund, oder? So. Du, gehen wir ein bisschen zu den Filmen. Ja, darf ich noch eine Geschichte erzählen, die haben wir nur aufgeschrieben. Also erstens wollte ich auf den Slycast verweisen. Ein englischer Podcast, wo alles vom Sly nochmal ganz genau besprochen wird. Für hauptsächlich für die English-speaking Audience, möchte ich jetzt mal an der Stelle sagen. Und zweitens, hast du diese Geschichte mit dem Hund mitbekommen oder irgendwo recherchiert, wo der Sylvester Stallone
im Gegensatz zu dir und mir in einigen Jahren ja nur sehr wenig Geld gehabt hat. Und er hat sehr, sehr lange eben von der Hand in den Mund gelebt und die Geschichte sagt, er ist zum Einkaufszentrum gefahren, zum Mall, um dort seinen geliebten, seinen wirklich treuen Gefährten, von Herzen geliebten Hund zu verkaufen. Und das war das Einzige, was ihm nur geblieben ist, weil sonst hätte er sich nichts mehr zum Essen leisten können. Und diesen Hund hat er dann an den Mann gebracht für $50. Und dann, kurze Zeit danach, einige Monate später sogar, ist dann schon der große Durchbruch mit dem Rocky-Drehbuch gelungen, beziehungsweise finanzieller Durchbruch. Und er hat ja fürs Rocky-Drehbuch, das hast du beim Rocky-Podcast sehr, sehr gut geschildert, einige hunderttausend Dollar abgelehnt, 350.000 oder so. Und hat es dann unglaubliche Summe damals und hat es dann letztendlich für nur 30.000, 35.000 Dollar, aber der Klausel, dass er selber mitspielen darf, verkauft. Genau. Gell? Wahnsinniger Deal eigentlich. Und auch an den Einspielergebnissen. Und das war der wirkliche Coup daran, dass er auch an den Einspielergebnissen beteiligt war. Hat sich dann im Nachhinein als bester Coup seines Lebens wahrscheinlich herausgestellt, ja. Und wenn man von Coup sprechen kann da überhaupt. Und was hat er gemacht, wie er seine $35.000 fürs Drehbuch bekommen hat als erster? Er ist wieder zu diesem Einkaufszentrum gefahren. 3 Tage lang hat er gewartet, um diesen Mann wieder zu treffen, der seinen Hund damals um $50 gekauft hat. Und er hat ihn tatsächlich am letzten Tag, kurz vor Ladenschluss war es, glaube ich, hat er diesen Herrn wieder getroffen. Und der war aber überhaupt nicht dazu geneigt, ihm den Hund zurückzuverkaufen. Und er hat gesagt, na, das ist der beste Hund, ich liebe ihn und ich gebe ihn dir nicht mehr zurück. Und letztendlich haben sie verhandelt und der Stallone hat ihm $3.000 gezahlt für den Hund, den er für $50 verkauft hat. Also er hat ihn für $3.000 wieder zurückgekauft, also ein Zehntel von dem, was er da für sein Drehbuch bekommen hat. Und der Mann, mit dem er den Deal gemacht hat, auch ganz interessant, der heißt Little Jimmy und der spielt bei Rocky 1 mit. Weil das hat er nämlich auch noch in Aussicht stellen müssen. Dass er. Aber der Hund, der Butkus im Rocky ist nicht sein echter Doch, Hund, oder? Doch, das schon? Auch. Auch das. Das war er. Das ist sein echter Hund. Und der Little Jimmy ist der was den Müll rausbringt in der einen Szene. Ich glaube, im Trainings Dojo, ist das bei Boxen auch Dojo? Nein, Trainingszentrum. Da faszinierend. Gibt es die Szene, wo dieser Little Jimmy den Müll raustraugt und sie reden kurz miteinander. Boah, hey, danke, das war sehr, sehr schöne Info. Mehrwert, sage ich mal. Das ist Mehrwert und deswegen schalten die Leute bei uns nämlich auch ein, Olli. Ja, sicher. Danke, dass du dir da so reinhaust, vielen Dank. Wenn es nur mehr Mehrwert haben wolltest, dann wär's doch gern auch unsere Patrone auf patreon.com/Hände, H-Ende. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, noch mehr Stuff von uns zu bekommen. Christian, welche Filme hast schauen du dir ausgesucht? Schauen wir uns seine Filmografie an. Ich möchte, bevor wir uns über wir haben ja gesagt, wie viele, 3 Filme jeder? Haben wir nicht gesagt. Kurz, aber 2 Filme. Wir sind eh schon ziemlich lang wieder. Ich habe einiges. Manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Ich möchte nur vorher noch sagen, ich finde es sehr, sehr interessant, dass, also es ist mit Rocky ist es richtig losgegangen. 3 Jahre später kam Rocky 2. Dann 1982 ist rausgekommen Rocky 3, das Auge des Tigers, wunderbarer Film. Und aber auch Rambo 1, First Blood. Wahnsinn, beides im gleichen Jahr. Beides im gleichen Jahr und das Ganze wiederholt sich, nämlich 1985 kommt Rambo 2 raus, noch erfolgreicher als Rambo 1 und Rocky 4, 1985. Das muss ein unfassbares Jahr gewesen sein für den Stallone. Irre. Und dazwischen Stayin' Alive. Da hat er nämlich einen kurzen... Da hat er Regie geführt. Naja, ne? Da hat er einen kurzen Cameo-Auftritt, wo er als Passant am Bürgersteig den John Travolta anrempelt. Mhm. Ja, und er hat auch das Drehbuch geschrieben für Stayin' Alive. Mhm.
darf man auch nicht an dieser Stelle, kann man das gleich sagen, Drehbuch geschrieben und Regie geführt. Habe ich vorher nicht gewusst, bevor ich mich auf diesen Podcast vorbereitet habe. Unglaublich, oder? Habe Staying Alive auch noch nicht gesehen. Aber trotzdem die zwei Jahre, also 82 und 85, unfassbar arge Performance. Ja. Das wollte ich noch kurz, er hat es nur zweimal gemacht, allerdings halt anders erfolgreich, nämlich 1989 sind zwei Filme rausgekommen, Lock Up, den ihr gesehen habt, ja sehr, eigentlich, also hat mir damals sehr gut gefallen. Super Film. Und Tango und Cash. Auch super. Ja, genau, also kein Haut drauf. 93, Cliffhanger, wie wir gerne sagen, und Demolition Man. 95, Judge Dredd und Assassins, die Killer. Ihr hört gern so Doppel-Ablieferdinger. 2002, Detox im Auge der Angst und Avenging Angelo. Das ist Mission 3D und Shade auch 2003. Avenging Angelo. Expendables 2 und Shoutout, keine Gnade, sind 2012 wieder rausgekommen. Escape Plan, der uns beiden extrem gut gefallen hat. Den bitte, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, bitte schaut euch den an. Und das ist für mich wieder ein gutes Stallone-Jahr, weil 2013 sind rausgekommen Escape Plan und zwei vom alten Schlag Grunge Match. Filme, die mir beide sehr viel Freude und Spaß gemacht haben. Da kann ich mich noch sehr gut erinnern, lieber Christoph. Da haben wir miteinander mal telefoniert und zwar mit dem Telefon. Und dann, ich war glaube ich allein daheim und habe zu dir gesagt, ja, das war die Zeit, wo ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe, genau, die ich so lange aufgeschoben habe. Und dann habe ich zu dir gesagt, nach der Bachelorarbeit, nach dem Schreiben, ganzen Tag, da schaue ich mir immer ganz gerne noch einen Film an. Und dann hast mir du Crunch Match empfohlen. Und du warst nicht enttäuscht, gell? Da war ich überhaupt nicht enttäuscht. Das war wirklich ein toller Film mit dem Robert De Niro. Wie du schon richtig erwähnt hast, und vor allem mit der wunderbaren Kim Basinger. Ja. Genau. Echt cool gemacht und eigentlich auch, es ist immer so eine Sache, wenn man sowas aufwärmt, ja, zwei alte Boxlegenden. Man, es ist halt auch lustig, weil der Robert De Niro ja natürlich auch einen sehr, sehr wichtigen Boxfilm gedreht hat in seiner Anfangszeit, gell? Wie heißt er? War nicht sehr Anfangszeit, oder, war ja. Wie ein wilder Stier, genau. Heißt der auf Deutsch. Und von daher passt es einfach perfekt. Und sie übrigens, ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, aber das ist ein Scorsese-Film. Ja. Ja. Den hätte es niemals gegeben, sagt Scorsese auch selbst. Wie ein wilder Stier hätte es niemals gegeben, wenn es nicht Rocky schon vorher gegeben hat. Der hat eigentlich, Boxfilme waren nie populär, waren nie erfolgreich und sind eher abgelehnt worden von Studios. Rocky hat da für den Boxfilm, glaube ich, so viel getan, wie wir für den Podcast machen. Ja. Ja. Wer schaut an, wer jetzt alle einen Podcast hat? Mittlerweile haben sogar Bruce Springsteen und Barack Obama einen Podcast. Das stimmt, ja. Das ist toll. Ja, und das ist also jetzt auch das erste Mal passiert. Übrigens, bis jetzt habe ich die Leute immer angeschrieben, oder du, sie mögen doch gerne zu uns als Gast kommen. Und jetzt ist das erste Mal passiert, dass Leute sich bei mir, in dem Fall allerdings für den He-Man-Podcast, für Skeletors, na wie heißt er? He-Mans Machtschädel, toller Podcast, hört es da gerne mal rein, auf Skeletor.at, dass sich da jemand eingeladen hat, quasi, also reinkommen wollte von sich aus. Ja, andere Podcasts. Zum Mitmachen oder zum Mitmachen, Zuhören, oder wie? Ja. Zwei gute Freunde von mir, zwei Leute, deren Podcast ich gerne konsumiere, ein Bier- und Wrestling-Podcast. Also zwei große Wrestler. Hobbys von mir. Hey, Wrestler und Masters, die gehen zusammen. Das ist das gleiche Bubble, ja. Schaut so aus. Ja. Reds, auch da könnt ihr gern mal reinhören. Lustiger, schöner, toller Podcast. Reds. Ja, hey, cool. Wann sind sie dabei? Wann kann ich mir das anhören? Das macht es zu viert dann, oder? Mittwoch nehmen wir auf. Also wahrscheinlich ungefähr kommt vielleicht sogar noch vor dem Sly-Podcast raus. Und wann, welche Folge geht's? Herr der Wespen. Haben Sie sich speziell diese Folge ausgesucht? Nein, es ist die nächste, die wir aufnehmen, aber vielleicht kommen Sie auch nochmal zu Besuch. Und natürlich werde ich es auch rüberlotsen in unser, also in mein Herzensprojekt, natürlich auch dein Herzensprojekt, das ja in Wirklichkeit viel, viel wichtiger ist als He-Mans Machtschädel. Weil das ist das Flaggschiff. Ja, da wüsste ich nicht, was man...
was die da mit uns besprechen sollten. Die Weil du holst immer nur Wrestler an Bord. Ja, aber bunte Wrestler macht ja schon der andere, oder? Ja, wer als erster kommt, der malt zuerst. Ja. Es gibt ja noch viele Wrestler, die wir auch besprechen müssen. Wir können ja nur bunte Wrestler 2 machen. Hm? Ja. Ja, hey, viel Erfolg damit. Es freut mich sehr. Weißt du, wer auch viel Erfolg gehabt hat in seinem Leben? Der Sylvester Stallone. Und zudem und weißt du, wer auch einen Wrestling-Film jetzt wieder zurück? Mickey Rourke. Na, der Dieter. Der Dieter hat einen Wrestling-Film? Nein, das war jetzt nur wegen dem Jingle. Nein, der Sylvester Stallone, Vorhof zum Paradies 1978, ist auch ein Wrestling-Film. Ist ein Wrestling-Film? Ja, er spielt da einen Wrestling-Trainer und unter anderem spielt da der Tom Waits mit, der Musiker. Kennst du den? Den kenne ich sehr gut, natürlich. Genau. Einer meiner Lieblingsmusiker gewesen, lange, lange Zeit. Möchte auch mehr als Helden besprechen. Ja, eben. Da kannst du es dann nochmal die Reminiszenz dann hierher machen. Und der Terry Funk spielt damit auch ein Altbekannter aus der Wrestling-Szene, der dann auch wiederum bei einem anderen Stallone-Film mitspielt. Und zwar bei wo spielt der nur mit? Das fällt mir gerade nicht ein. Ah, das ist jetzt aber unangenehm. Er spielt auf jeden Fall in einem zweiten Stallone-Film auch nochmal mit. Klar, bei Over the Top spielt er nochmal mit. Sicher. Genau. Und Over the Top ist auch ein Film, den ich aufgeschrieben habe, mit dem ich, den ich gern mit dir noch ein bisschen genauer beleuchten will. Was ist denn deine Gefühle zu Over the Top? Habe ich sehr oft gesehen. Hat mich abgeholt, wie man sagt. Hat mich abgeholt. Hat Arm drücken bei uns damals auf jeden Fall populärer gemacht, dieser Film. Vorher, glaube ich, ist nie Arm gedrückt worden. Und danach ständig, zumindest einmal für ein halbes Jahr oder sowas, bis es wieder abgeebbt ist. Kommt drauf an, gegen wen? Ja, ist klar. Aber die Frage war ja auch, ich kann sagen, ich war nicht bei den Stärksten der Klasse zum Beispiel dabei. Nein, war ich nicht. Möchtest du gerne mal gegen mich antreten? Hast du nicht eine Verletzung? Kannst du nur drücken? Das würde ich riskieren für die und für unsere Hörer. Vielleicht können wir das auf YouTube live streamen dann. Unseren großen Arm-Wrestling-Contest. Können wir schon mal machen. Ja? Ja. Ja, das werden wir groß Bist aufbauen. Du gut im Arm drücken? Da wir jetzt trainieren anfangen. Bist du gut im Arm drücken? Und ich würde sagen, bei der unserer... Machst du dann auch so wie bei Over the Top so eine Vorrichtung, wo du immer beim Autofahren, wenn du durch die Straßen Südburgenlands fährst, dass du immer so trainieren kannst? Ja, genau. Oh. Das werden wir jetzt installieren. Und dann würde ich vorschlagen, bei unserem ersten Aufeinandertreffen live und wenn wir den ersten Podcast mal wieder miteinander ins gleiche Mikro sprechen, im Sommer dann vielleicht, wenn es ein bisschen lockerer ist. Aber das machen wir dann nicht am Glastisch in der Kreise, oder? Machen wir aber dann nicht am Glastisch in der Kreise. Nein, machen wir bei dir im Podcast-Studio oder im Garten. Und da würde ich sagen, wir sind jetzt bald einmal dran mit dem Impfen. In einem Monat sollte man eigentlich für mindestens 6 Monate immun sein. Und dann könnten wir uns treffen, einen Podcast aufnehmen und für unsere Hörer auf YouTube unseren Armdrück-Contest ausstrahlen. Ja, du hast die Herausforderung eh schon angenommen. Ja. Von daher passt Kann man jetzt nur ewig weiterreden. Kann sein, dass ich gewinne, kann sein, dass ich verliere. Ich würde sagen, das ist eine 50-50-Chance. Ich würde die eher als Favorit sehen. Bist du ein Schwacher? Ich bin sehr schwach. Mein Bruder hat mich immer geschlagen. Bist du schwächer als der Kultmeister? Nein. Kein Mensch ist schwächer als der Kultmeister. Ja, liebe Grüße übrigens. Ja, Entschuldigung, dass ich dir zu nahe getreten bin. Kannst gern, Lotte, gern auch zum Christian auf die Terrasse ein. Was ist mit Dieter und du? Dieter und du? Dieter darf man nicht unterschätzen. Das ist so ein kleiner Wadenbeißer. Das kann ich mir gut vorstellen. Und das ist sehr unangenehm, wenn du mit wem Arm druckst und gleichzeitig beißt er da ins Wadel rein. Over the Top, der Robert Loggia geschrieben, ist übrigens der Bösewicht. Da bin ich ein bisschen drüber gestolpert, das wollte ich euch auch noch als Mehrwert mitgeben. Der spielt auch bei 2 Missionare und bei Blattfuß am Nil mit und auch bei Big
bei dem Film mit Tom Hanks. Kannst du dich an diesen Schwiegervater erinnern? Also die Geschichte ist ja, der Sylvester Stallone hat einen Sohn, ja. Sicher, und dieser Sohn wohnt aber beim Schwiegervater. Nein, ich kenne ihn. Du kennst ihn jetzt für unser Publikum. Ja, ich kenne sie ja fast schon. Und der Sylvester Stallone möchte diesen Sohn, diesen pubertierenden Sohn wieder zu sich holen und ja, nimmt alles natürlich in Kauf, um das, und es wird ihm letztendlich auch gelingen. Und der Sohn heute am Anfang nicht viel von ihm, er ist ein bisschen aus privilegierten Hause, und der Sylvester Stallone, der kann ihn aber überzeugen durch seine unbändige Kraft und seinen Willen, das Armdrückturnier letztendlich zu gewinnen und mit einem Truck herumzufahren. Sehr cool. Solche Trucks haben ja für mich natürlich auch seit diesem Film ganz eine andere Bedeutung. Ich habe sogar bei meinem letzten, du hast das bereits erwähnt, Ausflug nach New York, so einen Truck fotografiert. So toll finde ich diese Trucks. Werde ich vielleicht posten, wenn es mir, ja, mir nicht entfällt. Bitte, würde mich echt interessieren, was für ein Truck das genau war. Wir könnten einfach Trucks einmal, oder vielleicht fassen wir so Filme, wo Trucks vorkommen zusammen. Einmal, zum Beispiel, da fällt mir ein Duell. Das ist das Spitzenfilm, was mit ein Truck als Haupt. Die, die auf allen Touren. Dann gibt es noch die Serie Auf Achse mit Manfred Krug. Spielt auch ein Trucker. Und nicht vergessen darf man dieses Lied Teddybär 01 oder Teddybär 05. Kennst du das? Nein. Ah, das ist so ein Sprechgesang. Deutscher Schlager, wo ein Kind, dessen Vater LKW-Fahrer war, aber ich glaube verstorben ist, nur immer mit dem Funkgerät in die weite Welt zu den Truckern hinausspricht und so. Und sie einen Teddybär wünscht, und da funkt er immer mit einem Typen herum. Haus einen in die Show mit einem Truck, der kommt dann mit einem Truck, den hau ich rein, ja. Oder auf die Liste. Ja. Der kommt dann mit einem Truck vorbei, aber es war nicht nur der eine, da sind alle Trucker, die das gehört haben, sind dann mit einem Teddybär vorbeigefahren, und das Kind hat dann mitfahren können. Teddybär 0 irgendwas, muss ich nachschauen. Super, und ich hau auf die Pavarotti-Liste 120 Schweine nach Beirut von Mikey Krüger. Da geht es auch um einen Lastkraftwagenfahrer, der Tiere transportiert. Okay. Wenn wir schon bei der Pavarotti-List sind, ich habe mir auch zwei Sachen aufgeschrieben, die unbedingt auf die Pavarotti-List hauen möchte. Und zwar ist es, ja, dann eigentlich schon zweites Lied, ist Burning Heart vom Rocky IV Soundtrack von der Band Survivor. Taugt mir nach wie vor. Kehrt auf die Pavarotti-List. Und aus Rambo 1, wo übrigens der ganze Soundtrack genauso wie bei Rocky 4 spitzenmäßig ist, hätte gern das Lied Homecoming von Jerry Goldsmith draufgehört. Das ist jetzt das Thema, das Rambo-Thema, was sich eigentlich dann durch die ganzen Filme durchzieht. Ist für mich ein Ohrwurm, die zwei Sachen heuer rauf. Genau. Super, cool. Taugt mir voll. Ich werde mir im Nachhinein, nach dieser Aufnahme, werde ich mir sofort wieder unsere Pavarotti-List anhören, weil es wird, auch für mich persönlich, was ganz was Feines, wenn man sich da Lieder, die einem einfach viel bedeuten, zusammensammelt und dann auch in einigen Jahren und Jahrzehnten oder was davon hat. Cool. Übrigens, apropos Pavarotti-List, ihr habt sie da, oder du hast von Stereo Total was raufgehört, gell? Ja. Dactylo Rock. Die hab jetzt ein bisschen danach recherchiert, und die sind an mir damals vorübergegangen, aber taugen wir momentan sehr, 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 sehr. Super. Super coole Entdeckung für das mich. Das ist, weil du Salon Helga. Die sind alle draußen im Schädel. Das sind bei Salon Helga sehr, sehr gefeatured worden damals. Okay. Ja, es werden wahrscheinlich manche den Kopf schütteln, wie keiner die noch nicht kennen, aber es ist der offene, ist der ehrliche Podcast. Ich habe es vorher wirklich nicht wahrgenommen. Gut, magst du noch was zu Filmen sagen, oder soll ich weitermachen, Olli? Ja, ich hätte dann zu Oscar möchte ich noch ein bisschen was sagen. Also Oscar, ja. Bitte, wir sind erst genau über einer Stunde.
Ja, Oscar, kennt ihr natürlich, wenn ihr den Louis-Podcast, den Louis-Defenet-Podcast von uns schon gehört habt. Da haben wir ja auch schon über Oscar gesprochen. Das ist ja ein Remake von dem Louis-Defenet-Film. Ganz großartiger Louis-Film und für mich auch ein ganz großartiger Sylvester Stallone-Film. Und auch hier wieder ein Mehrwert für euch. Und zwar ist das Erscheinungsdatum von Oscar der 26. April 1991. Nein, das ist nicht der Mehrwert gewesen. Der Mehrwert ist, und das ist mir jetzt auch erst aufgefallen. Und deswegen taugt ihr das, es ist ja auch ein Mehrwert für mich, liebe Leute, dieser Podcast. Ich erwähne es ja bei jeder Gelegenheit, weil mir dann Dinge auffallen. Und diesmal ist mir aufgefallen, dass die Tochter, also die Ehefrau von Sylvester Stallone, das ist die Ornella Muti, die wunderbare Ornella Muti, auch eine zukünftige Heldin des Podcasts. Und die Tochter, die Lisa, das ist die Marisa Tomei. Und das habe ich zum Beispiel nicht gewusst. Das ist sehr witzig, weil den Film habe ich oft gesehen. Kinderrolle von der... Okay. Und das war mir nicht bewusst. Wie alt ist sie da? Wie alt ist du die Marisa Tomei? Also Film von 91, ist ganz früh in ihrer Karriere, wobei sie hat... warst du wirklich nur ein Kind oder schon so jugendlich? Nein, schon eine junge Frau. Mhm. Es geht ja darum, dass sie dann eben diesen Oscar heiraten sollte und das aber eigentlich... Also da, das ist ja so eine Verwechslungsgeschichte. Ganz eine lustige, chaotische Sache. Und sie spielt eben da die... eine wichtige Nebenfigur. Und ja, die hat ja einen Oscar gekriegt, wenige Jahre dann später, glaube ich sogar schon, 93 oder so. Ah, wirklich? Mhm. Wofür? Beste Nebenrolle in, Moment, sag ich da auf Anhieb, sag ich da das. Das war sie natürlich auswendig. Für den Film... Mein Vetter Winnie, 1992 sogar. Mhm. Sagt jetzt nichts, gell? Na. Okay. Ja, was gibt's nur zu sagen? Ja, also Stopp oder meine Mami schießt, hätte ich sonst noch ein bisschen was gesagt, aber das passt eh. Ja, Demolition Man hat mir auch schon sehr taugt, oder? Demolition Man mit Wesley Snipes als Gegenspieler und so. Spiel. Da war ich schon ein bisschen draußen aus einem Sly-Game. Den habe ich nur voll mitgenommen. Voll super. Einfach auch das ganze Szenario da, wo es aufgetaut werden und mit ihren alten Waffen sozusagen in der Zukunft versuchen, sich gegenseitig fertig zu machen. Schon sehr, sehr cooler Science-Fiction-Film. Taugt mir sehr. Dann Escape Plan, hast du eh schon gesagt, und ja, das war's. Vielleicht auch noch von mir als zum Abschluss eine kleine private Geschichte. Judge Dredd habe ich mit einem Freund aus England von mir geschaut damals im Kino auf Englisch. Bist du ein Kosmopolit, alle? Ja, und das war auch cool. Also Mitte der 90er Jahre, und da ist mir erst seit sehr tiefe Stimme heute halt das erste Mal so richtig aufgefallen, weil die habe ich da natürlich bis dato nicht gekannt, weil ja sein genialer Synchronsprecher Thomas Danneberg ja eh überhaupt nicht Grund zum auf Englisch schauen gibt. Aber in dem Fall konnte ich nicht anders, es war im Kino und er hat gesagt, I am the law. Mhm. Ganz berühmter Ausspruch, ja. War sehr cool. Voll. Du, bevor wir zum hast du eine Wortewoche vorbereitet? Ja. Bevor wir zum Wortewoche kommen, da möchte ich dir eine Frage stellen, Olli. Gerne. Warst du heute schon AA? Hast du schon AA gemacht? Das möchte ich gerne für mich privat behalten. Also das würde ich gerne nicht in der Öffentlichkeit breit treten. AA sollte man prinzipiell nicht breit treten. Du, warst du schon? Ja. Feine Sache. We'll be right back.
Das Wort der Woche. Ja, das Wort der Woche ist genauso wie dieser Podcast sehr, sehr launig und passt sehr gut. Es ist Hurra! Und das Wort Hurra kommt, also da ist die Herkunft etwas ungeklärt, aber es gibt schon ein paar Thesen. Heute wird meist angenommen, dass es sich vom mittelhochdeutschen Hurren ableitet. Und Hurren, das kennt ihr vielleicht da draußen, das hat jetzt nichts mit Hurerei zu tun, um Gottes Willen. Sowas würden wir ja im Podcast auch prinzipiell gar nicht ansprechen, sonst es kommt so, es bedeutet ja sowas wie hurry auf Englisch oder hurtig, sich schnell bewegen. Also das könnte ein Ursprung sein. Eine andere These vermutet den Ursprung in Zentralasien, Christian. Geh auf. Ja. Im 14. Jahrhundert hat es den Warn- und Waffenruf Kerra, Kerra, Kerra gegeben. Und das hat mit den russischen Kriegsrufen Verwandtschaft. Ura oder Horua. Damit kann man es auch in Verbindung bringen. Kannst du mir den letzten nochmal sagen? Wie geht der Horua. Letzte? Horua. Das ist ein heißt das sowas wie zu den Waffen, Angriff, sowas? Ja. Oder was heißt das? Ja, oder Angstschrei. Ja. Harura. Genau. Das heißt Horura. Das stimmt absolut, ja. Was? Harura oder Horura? Zu den Waffen, ja. Schlachtruf ist es, ja. Horura oder Harura? Ura, Hurura. Zu einem Doppel. Ura, Hurura. Ja. Oder auch vom ja. Turko-Tatrischen Urra, Urmak. Das heißt schlagen. Kannst du gut Turko-Tatarisch? Nein, aber ich habe gute Sachen zum Rausschneiden. Ja. Nein, ich kann Turko-Arukatisch nicht. Nein. Schaut. Du? Auch nicht. Oder? Doch, ich kann nicht mehr gescheit ein Türkisch. Ein Semester studiert. Ah. Ja, einen Kurs belegt. Ja. Danke, so danke für das schöne Wort. Die Normannen haben so einen ähnlichen Schlachtruf gehabt. Der hat dann Tor, Hilf, geheißen. Also, oder Gott, Hilf. Ah, die haben Deutsch geredet, oder wie? Nein, das ist halt auch jetzt übersetzt gewesen. Ich habe das schnell übersetzt. Aie, Tor, Hilf. Eie, her, her, hurra, hurra, und so. Also ich denke, das ist jetzt genug und hat euch jetzt das Wort Hurra ein bisschen näher gebracht. Ach so, also es ist mehr ein Kampfschrei, wenn ich das zusammenfassen kann, mhm, als ein freudiger Ausruf. Weil bei eigentlich uns ist ja Hurra, schon, ist ja eher was Hurra, ja, ich hab's geschafft. Genau. Oder es ist eben wieder dieses Hurren. Da. Ja, mehr kann ich auch nicht sagen. Mehr habe ich nicht herausgefunden, liebe Leute. Ich bin auch kein Roboter. Bist auch nur ein Mensch und keine Maschine, Olli. Ja. Und in dem Sinne würde ich fast bitten, mir die Bananenfrage zu stellen, weil dann müssen wir dein Genick nicht nur länger beanspruchen. Du hast ja eh noch andere Podcasts aufzunehmen und... Bevor du nicht diese Halterung hast, tut dir der Genick wahrscheinlich weiter weh. Das ist wirklich wahr. Das wollen wir nicht. Also, danke, danke schön. Ja, danke übrigens fürs Zuhören. Danke von meiner Seite auch. Und die Bananenfrage. Aber gehst jetzt nur AA? Nein, war schon. Was denn? Die Bananenrubrik. Bananenrubrik. Ist blöd, wenn man AA muss und nur einen Podcast aufnimmt. Besser, man geht vorher. Vorher ist besser, ja. Genau. Das ist immer eine gute Sache. So Podcast-Termin, 9.30 Uhr, da ist das alles schon in den Kanälen dieser Stadt, in deinem Fall. Wäre ein schönes Lied auch. Die Kanäle dieser Stadt, oder? Wenn ich mal wieder mal ein Lied schreibe, ich habe ja schon zwei tolle Lieder geschrieben. Kabi Kabi Strom, Strom, Strom und von Fahrstuhlmusik Schaum im Schnurr gibt es leider nur bei mir persönlich gegen einiges an
an Mäusen, an Asche. Bei KBKB Strom muss ich eine schöne Erinnerung, die ich mit dir habe, wo du kurz einmal, muss ich daran denken, wo du kurz einmal 1,21 Gigawatt angezapft hast, mit einem KBKB Strom. Erinnerst du dich daran? Soll ich das auch mal posten? Ja. Nein, nicht das, wo du das machst. Ich meine, die Aktion, die passiert ist, wo sie durch das ganze Zimmer katapultiert hat, der Schlag. Das war arg. Das meine ich. Ja. Wäre ein schöner Filmtitel. Einer vom neuen Schlag. Ja, voll. Einer vom Stromschlag. Ja, liebe Leute, da habe ich einmal ein bisschen zu tief in die Steckdose gegriffen. Das war nicht empfehlenswert. Wie ist es genau? Du hast, du hast zuerst in der Steckdose angesteckt und erst dann ins Gerät, oder? Oder umgekehrt? Muss man selber probieren. Mhm, probiert es einfach mal aus. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es war. Auf jeden Fall. Aber es war falsch. War es unangenehm. Es ist irgendwie blöd entstanden. Ja. Also ich habe jetzt nicht bewusst in die Steckdose gegriffen, sondern es war irgendwie auch noch ein bisschen geladen, das Ganze. Es war ein altes Gerät. Es hat aber mit einem alten Overhead-Projektor, glaube ich, hat es zu tun gehabt. Und ja, auf jeden Fall sind mir da die Haare zu Berge gestanden, im wahrsten Sinn des Wortes. Gell? Ja, und vor allem war es dann noch stundenlang eigentlich nur so voll unsicher auf den Beinen. Das stimmt, ja. Da hat sie dann, glaube ich, eine halbe Stunde später plötzlich aus dem Nichts bist du dann gestürzt. War wackelig auf den Beinen, möchte ich fast sagen. So wie Bananenbeine war das fast. Ja, das waren echte Bananenbeine. Ja. Schöne Brücke. Mhm. Die Bananenrubrik. Na, was taugt dir besser, Christian? Was taugt dir besser? Einmal ordentlich in die Steckdosen greifen oder Bananen? Muss ich schon sagen, Bananen. Okay. So, danke, Olli. Ich speichere das gerne mal. Danke herzlich. Ich glaube auch, dass er gut war. We'll be right back.